Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist ein Game Boy Color Titel dran. Und zwar, ihr seht es schon, Little Nicky. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen bei Game FAQ geguckt, was für nicht so gute Spiele für das System erschienen sind. Und da ist das Spiel herausgekommen. Ihr seht schon am cheesy Cover da oben. Ein Film von Adam Sandler scheint die Basis für dieses Spiel zu sein. Und naja, also Adam Sandler hatte mal eine gute Zeit, aber die hat er ja mittlerweile lange, lange überschritten. Im Prinzip, also so ein, zwei Filme kann man von ihm ja sehen, finde ich persönlich. Aber beim Prinzip einen Film gesehen, kennt man im Prinzip alle Filme. Diesen Film exakt habe ich persönlich nie gesehen, aber wie gesagt, ich habe auch vielleicht, wenn überhaupt, nur eine Handvoll mit ihm gesehen. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede, ein Adam Sandler Spiel für den Game Boy Color. Schauen wir mal. Wobei, also ich finde schon, ihr hört es so ein bisschen im Hintergrund. Also so vom Sound her klingt das gar nicht so verkehrt. Und auch so die Grafik sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Also ich meine, passt eigentlich, ne? Aber nun gut, schauen wir mal, woran das Spiel krankt auf jeden Fall. Metal Mix gibt es sogar. Ha. Aber ich guck mal, ich würde sagen, wir gucken einfach mal ins Spiel rein. Bevor wir jetzt hier in die Tiefen der Optionen gehen. Okay. Hello, Nicky. Ja. Hey, Jimmy. When the house is rocking, don't forget knocking. Okay, also schlechte Wortspiele gibt's auf jeden Fall schon mal, aber das ist ja Adam Sandler, ne? Ja, ich überspringe hier mal die irgendwas. Wir sind der Sohn des Teufels oder irgendwie sowas. Scheint irgendwie so. Ja, komm, ich will hier spielen. Ja, ja, komm. Ich überspringe mal die Story. Ich nehme mal an, die wird jetzt nicht großartig relevant sein. Gehe mal fest von aus. Oh, dann komm. Ach, jetzt endlich. Noch mehr Laberei! Leute! Ich will doch mal einfach ein Spiel spielen. Ich will da nicht jetzt erstmal. Meine Fresse, ey. Okay, so, was können wir? Wir können laufen. Noch mehr Laberei? Okay, jetzt. Sag bloß noch mal. Was muss ich jetzt machen? Okay, ich kann springen. Ich kann springen. Und sehr langsam laufen. Das ist ja bisher in keinem Spiel gut. Ist das hier so eine Art Tutorial hier jetzt? Oder was haben wir hier? Okay, kann ducken. Ah, man kann hier irgendwie ran docken. Hallo? Wieso laufe ich jetzt plötzlich? Wie ich das denn geschafft? Be cautious of everything on the earth. Reset up, aber okay, wir müssen hier alles Irdische anscheinend. Das scheint ein Tutorial zu sein. Boah. Okay. Ach so, da muss ich jetzt hier den Autos quasi ausweichen. Wozu braucht ein Plattformer ein Tutorial? Ich schwöre, wenn das Spiel denn kacke ist, ne? Ja, komm, 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 komm. Oh. Oh. Dadurch, dass er so langsam läuft, ne? Ist das Springen auch irgendwie. Ach, guckt euch das mal an. Kann er nicht irgendwie rennen? Wenn ich hier zweimal drücke? Nein. Oh, ja. Da, auf der Plattform bin ich doch gelandet. Boah, sag bloß, ich schaff noch nicht mal das Tutorial hier. Meine Fresse. Okay, Auto, komm. Ist das spannend. Okay, da fülle ich irgendwas auf. Da bin ich doch auf die. Ach so, bei den Chicken. Kann ich mich denn irgendwie voll essen und deswegen.
Aber dass man zum Schnelllaufen da irgendwas aufladen muss, ne? Also die Musik ist okay. Also, ne? Also für die Verhältnisse des Gameboys rockt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Plattform hier und das langsame Laufen, das geht mir auf den Piss. Also muss man hier und dann seht ihr oben links den grünen Balken. Und dann können wir plötzlich schnell rennen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Man ist normalerweise viel zu langsam und es fühlt sich ganz hakelig an, das Springen. Okay, da muss ich wahrscheinlich irgendwie hoch. Ja, natürlich kommt er da nicht hoch. Okay, das. Oh Mann! Und wenn man getroffen wird, verliert man an seiner schnellen Energie und. Ah. Also gehe ich gerade zurück, um das wieder aufzuladen, weil ohne macht es noch weniger Spaß. Auch das Springen. Ich drücke eindeutig, aber irgendwie. Gut, ich spiele es natürlich auf dem Emulator momentan. Es kann natürlich sein, dass der Emulator jetzt hakt, aber irgendwie ist die Steuerung komisch. Irgendwie ist sie komisch. So, hier wieder aufladen. Ich frage mich echt, was das soll, dass das schnelle Laufen, was man braucht und womit das Spiel wesentlich besser steuerbar ist, so ein Upgrade ist. Ich meine, warum? Ach, das geht auch noch auf Zeit. Oh, komm. Kann ich hier vielleicht? Nein. Ich muss da ganz oben. Ach, Mann. Was für ein Rotz ist das denn? Ey, man kommt noch nicht mal durchs Tutorial. Hurry up, Mickey. Versuch's nochmal. Oh, dieses langsame Laufen. Mann! Ich bin doch da drüber gesprungen. Leute. Ich treff doch diese Habt ihr das gesehen? Also soll man wenigstens irgendwie hier die Hitboxen oder wie man das bei Plattformen nennt, irgendwie, also Mann. Ich habe gerade die Musik gelobt, ne? Gerade nervt die extrem irgendwie. Ach nun, spring doch da hoch. Also wenn man Plattformer macht, dann sollte man das Springen schon einigermaßen so gestalten, dass es Spaß macht. Und nicht so Mist. Oh Mann! Das Beste ist, wenn man jetzt schnell ist, ist man fast zu schnell. Ich bin. Wieso ist der da wieder durchgefallen? Mann, ey. Ich sag euch, jetzt bin ich ja langsam, ne? Die Plattformen sind oben nicht sehr breit. Und da ist mein persönlicher Plattformer-Reflex, dass ich da nicht zu weit laufe. Jetzt bin ich wieder langsam. Das ist mein persönlicher Plattformer-Reflex, was auch bei Mario und Co. Jetzt kann ich wieder nicht weit genug springen. Jetzt muss ich wieder zurück, um diese scheiß Energie aufzuladen. Und jetzt geht die Zeit wieder weg. Ich sag am besten nichts. Ja, vor allen Dingen, wieso diese scheiß Zeit? Warum?
Ich schalte. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Vor allem. Select A to quit. Ich will jetzt hier mal wesentlich den Metal Mix noch probieren. Das wird wahrscheinlich der Soundtest sein. Weil sie jetzt so stolz drauf sind, dass sie wesentlich die Musik einigermaßen vernünftig gemacht haben. Helmut. Aber die meisten klingen schon irgendwie gleich, oder? Hab ich zumindest so irgendwie den Eindruck. Immerhin. Start to exit. Mal gucken, was hier Gates of Hell, Visit Hell bedeutet. Also grafisch, ach, jetzt haben wir hier noch sogar kleine Minispielchen drin. Ich guck mal hier, Fisch-Minispiel wahrscheinlich. Also sie haben sich schon irgendwie Mühe gegeben, so mit Sachen drumherum. Aber irgendwie... Muss ich den jetzt irgendwie fangen? Ich hätte mir vielleicht durchlesen sollen, wie das Minispiel funktioniert. Also irgendwie grafisch haben sie sich Mühe gegeben, soundtechnisch auch. Nur irgendwie hätten sie diese Mühe, was die halt hier in den Drumherum gepackt haben, das hätten sie vielleicht in das Kern-Gameplay gesteckt, weil ihr habt es selbst gesehen. Ich stelle mich schon mal doof an, das will ich gar nicht ausschließen, aber Halleluja. Aber wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt sicherlich nicht jetzt jedes einzelne Minispiel durch. Finger weg von dem Spiel, aber eigentlich ein Adam Sandler Videospiel-Umsetzung. Da kann man sich eigentlich schon denken, dass das nichts wird. Aber es macht so auf den ersten Blick eigentlich vernünftigen Eindruck, ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.